Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic. Scheiße, jetzt habe ich mich beinahe wieder verquasselt. Runes of Magic, Chapter 5, Fires of Shadowforge. Okay, wir haben hier noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Wir müssen hier nämlich noch einen unverständlichen alten Text entschlüsseln lassen. Unverständlich alter Text ist eine epische Quest, das heißt, ich lese vor. Dieses Dokument kommt mir bekannt vor. Nö, ist kein Problem. Solange du dich nicht dran störst. Nicht dran störst. So. So, also, gehört halt einfach mit zum ein MMO-Let's Play hinzu, dass man, wenn man angeflüstert wird, auch ein bisschen weiter mitflüstert. Lernt man halt auch ein bisschen. Sieht man halt auch ein bisschen die soziale Komponente eines MMOs, ein bisschen flüstern, ein bisschen chatten und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall, ich war hier gerade beim Vorlesen. Dieses Dokument kommt mir bekannt vor. Wer ist das denn? Frau von Lanze. Aha. Das ist richtig. Ich habe es schon vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Leider ist der Text zu schwierig und ich verfüge nicht über die Fähigkeiten, ihn zu entziffern. Deshalb habe ich ihm geraten, ihn in das Aslantal zu reisen und dort nach Benny Rechtzen zu suchen, der führenden Kapazität auf dem Gebiet der alten Sprache. Das ist alles, was ich euch erzählen kann. Aha. Und warum nimmt er das jetzt nicht an, dass wir hier die Quest abgegeben haben? Na bitte, geht doch. Wartet. Wenn ihr Benny Rechtzen aufsuchen wollt, sollte ich euch zuvor ein paar Dinge erklären. Alle sogenannten Genies haben ein oder zwei kleine Eigenheiten. Und Benny Rechtzen ist da keine Ausnahme. Wenn ihr Benny Rechtzen sprechen wollt, wendet euch am besten zuerst an seinen Assistenten, Brandy Mannlich, damit ihr die Gefühle des Großmeisters nicht verletzt. Damit die Gefühle des Großmeisters nicht verletzt. Brandy Mannlich hält sich meist im Quilana-Lager im Aslantal auf. Zeigt ihm dieses Empfehlungsschreiben. Er wird euch sicher gerne behilflich sein. So, wir haben ein Empfehlungsschreiben bekommen und damit müssen wir ins Aslantal weiter. Ja, Aslantal, wartet noch ein bisschen was. Bin ja jetzt schon nördlich des Flusses in Silberquell. Also ich lese das auch immer vor, was ich selber schreibe, damit ihr, falls ihr die nicht ganz so hoher Qualität gucken könnt, das soll ja heutzutage immer noch vorkommen bei gewissen Internetanbietern, damit ihr auch immer noch wisst, was ich denn da jetzt gerade schreibe. Also der Gabestorm bzw. sein Twink Deathmoon, ja, sagt gerade, dass wir jetzt ziemlich bald dann mal unser Abbey Run machen könnten, wenn wir denn mal so weit sind. Ich habe halt geschrieben, dass wir hier jetzt in Silberquell zumindest im nördlichen Bereich des Flusses angekommen sind, so dass wir dort also nicht so lange brauchen. Ja, also nur noch 50 Folgen bis Abbey. Genauso ungefähr. Ganz ungefähr passt das, kommt das hin. Das hin. So. Okay, der Patzak hat noch eine Quest. Reliquien des alten Königreichs. Und hier vorne haben wir noch ein paar Quests abzugeben beim lieben Martin. Gewinn und Verlust, das ist einfach nur eine normale Quest, die können wir also einfach so mal abgeben. Wiedergutmachung, dem Musa-Eisiedler, Geheimnis des Rings. Nee, Geheimnis des Rings können wir also aufgeben. Überzeugender Hinweis, überzeugender Beweis. Ach du Scheiße, hier gibt's wieder massig Quests. Massig Quests, das ist richtig schön. Ein Siedler vom See des magischen Schleiers und noch ein Gino mit einer Bitte des Betrügers. Okay. Einmal kurz sortieren. Alchemie-Notizen. Tangena. Ja. Haben hier also jede Menge kleinen Kram zu machen. Da dies die letzte Folge dieser Aufnahmesession ist, kann ich hier nochmal ein bisschen Überlänge machen. Also gucken wir mal, was können wir denn jetzt gerade mal schnell machen. Wir können eigentlich erstmal zum See des magischen Schleiers gehen. Unterwegs können wir ja schon mal kloppen, was wir brauchen. Und hier vorne gibt es noch einen Questgeber, den können wir auch mal eben kurz abfrühstücken. Dessen Quest ist sogar ganz interessant und mit der haben auch einige immer ein paar Probleme.
Was? Oh nein, ich bin schon wieder fast eingeschlafen. Gefährlich, gefährlich. Ein Glück, dass ihr mich geweckt habt. Ich habe es schon seit Monaten nicht mehr gut geschlafen, wegen eines Albtraums. Aber der Albtraum fand nicht in meinem Schlaf statt. Er war real. Ich weiß, dass das nur schwer zu verstehen ist. Aber es ist wahr. Die Monster, die nur in meinem Traum auftauchen dürften, erscheinen in der Realität, sobald ich einschlafe. Bitte kämpft gegen diese Monster, wenn ich schlafe. Ich will wissen, was zum Teufel sie sind und warum sie hier sind. Okay, er geht jetzt schlafen und wir müssen ihn beschützen. Ist eine gute Rollenverteilung, ne? Uah, Traumland-Dämon. Müssen uns selber heilen und dann eben schnell wegräumen. Tschüss. Traumland-Kristall. Ja, also man muss gucken, dass man hier den Gegner möglichst schnell umhaut. Und eigentlich ist das eine ganz einfache Quest. Und wenn man sie verpeilt, dann muss man die Quest einfach abgeben und nochmal neu annehmen, damit man den nächsten Versuch starten kann. So. Albtraum, gehen wir ihm ab. Das ist der Traumlandkristall. Vielleicht ist das der Schlüssel, um zu verstehen, was diese Monster sind. Als ich vom Kontinent Kolydia heimgereist bin, hierher gereist bin, habe ich eine Bade namens Kelsia bei einer Brücke im südlichen Teil von Tangena getroffen. Sie sagte mir, dass ich irgendwie mit meiner mystischen Kraftmacht in dieser Welt in Verbindung stehe. Ich habe damals nicht viel darauf gegeben, aber vor kurzem habe ich über das, was sie sagte, nachgedacht. Und ich glaube, sie könnte etwas wissen. Ich möchte, dass ihr diesen Kristall anschaut und herausfindet, was sie dazu sagt. Okay, gehen wir mal eben drüber. Kolydia. Lange Zeit wusste man wahrscheinlich noch nicht, was es damit auf sich hat. Wir zoomen mal eben in WoW-Maps raus. Also, wir haben hier Kandara als Kontinent, ne? Huch. Mhm. Die Map hat sich irgendwie ein bisschen verändert. Ich kann hier nicht mehr reinzoomen. Das ist seltsam. Ab dieser Stufe kann ich nicht mehr zoomen. Haben sie hier irgendwie was verändert? Was sind das hier für komische Punkte? Sehr mysteriös. Ich werde mal Rohstoffe ausblenden. Vielleicht sind die schuld. So. Nee, sind sie nicht. Aber, ich verberge mal erstmal alles so. Kräuter verbergen. Ja, also das kommt bald, weil mal irgendwann mal Interface erstellt wurde. Auf jeden Fall, das hier ist Kandara als Kontinent, hatte ich glaube ich schon irgendwann gesagt. Das hier ist der Kontinent Zendoria. Hier unten haben wir die Frostinsel. Und hier hinten ist das Königreich von Hoazan und Chrysalia. Das ist der neue Kontinent Kolydia. Also der wird jetzt erst in dem Chapter 5, was jetzt gerade läuft, wird der erst erkundet. Und die neuen Zonen kommen dann Stück für Stück hinten dran. Einfach nur, um euch das zu erklären, inwieweit hier schon vorgedacht wurde, dass der hier schon bereits den Kontinent Kolydia kannte. Das ist jetzt auch mir zum allerersten Mal gerade aufgefallen, aber man muss halt auch manchmal auf die kleinen Sachen ein bisschen hinweisen. So, Kelsia. Ich weiß, warum ihr hier seid. Legt den Traumlandkristall in meine Hand. Durch Berührung kann man viel erfahren. Sogar mehr als durch einen Blick oder ein Geräusch. Ich kann es spüren. Dieser Traumlandkristall stammt von einem Ort, an dem es kein Leben und keine Substanz gibt. Es ist das legendäre alte Traumland, das von den Dämonensippenschaft erschaffen wurde. Ein Land, das es nur in den Träumen gibt. Der Geist von Wuki stammte aus jedem Land. Er kann diesen Albtraum nicht entfliehen. Daher kann er von seinen Albträumen nicht befreit werden. Aber mit Hilfe dieses Kristalls aus dem alten Traumland kann ich ihren Einfluss auf Wuki vorübergehend blockieren. Dazu brauche ich die Hilfe der Macht der alten Königreiche. Geht zum Schrein des Vergessens in Tangena. Der Altar unter der alten Statue dort besitzt die Macht, diesen Traumlandkristall umzuwandeln. Bringt den Traumlandkristall dorthin. Macht alles genau so, wie ich es euch sage, und entfernt euch während des Vorgangs nicht zu weit vom Altar. Seid vorsichtig, die alten Wachen, die dort patrouillieren,
haben nicht viel übrig für jene, die die alte Macht benutzen wollen. Sie werden versuchen, die Zeremonie aufzuhalten. Wenn sie durchgeführt wurde, nehmt den mutierten Traumlandkristall und gebt ihn Wuki. Er wird ihm eine Weile seinen Seelenfrieden zurückgeben. Ja, altes Traumland. Jetzt möchte ich nochmal auf eine Kleinigkeit hinweisen. Wir haben hier in der Abbey unten ist jetzt gerade, also jetzt wirklich jetzt gerade in der letzten Zeit, eine Sonderinstanz offen. Die können wir mit unserem Displays-Charakter auf keinen Fall besuchen. Allerdings möchte ich das trotzdem kurz erwähnt haben. Also es kommt von Zeit zu Zeit immer dazu, dass dieses alte Traumland, wovon in dieser Quest die Rede war, geöffnet wird für Spieler, sodass sie sich da ein bisschen durchschnitzeln können. Das ist, glaube ich, ist vollgepackt mit Stufe 60er Mobs, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dort kann man halt, ja, damals waren es noch relativ gute Stats, zumindest einige wenige gute Stats konnte man dort rausziehen. Und man konnte dort ein paar andere Sachen rausholen. Also es war nicht schlecht und man konnte es halt hin und wieder mal besuchen, ohne sich da groß zu schämen zu müssen für sozusagen. Ich selber habe es noch nie so viel gesehen. So, ja. Also das kommt dann alles so Stück für Stück. Schrein des Vergessens, da müssen wir ja hin. Machen wir diese Quest eben kurz fertig, diese Mini-Quest-Reihe. Hier könnten wir eigentlich auch immer die ganzen Tagena-Viecher mitnehmen, die hier so rumlaufen. Die sind jetzt auch schon ziemlich widerstandsfähig, wie ihr vielleicht seht. Ah, die Steine lasse ich mal drin und nur die alten Steinplatten nehme ich mal mit. Eine Tangena-Patrouille. Alchemie-Forschungsnotizen können die besitzen. Ich nehme jetzt gezielt die physischen Pfeile, weil wir damit mal Psi ein bisschen auffüllen können. Und mit genug Psi kommen wir auch mal endlich vielleicht dazu, irgendwann mal in die Willenskraftklingen oder so zu wechseln. Naja. Ist wohl nur ein Wunschdenken. Ich glaube, das wird erst in Instanzen so weit sein, dass wir das vielleicht mal machen können. Oh, Heilungsgelegenheit, eben schnell heilen. Und ein paar weitere psychische Pfeile benutzen. Halalalala. Aber immerhin, die Mobs sind dann zumindest auch bei uns angekommen, bis wir die umgehauen haben, wenn wir die psychischen Pfeile benutzen. Das heißt, wir müssen nicht immer ganz so viel hinterherlaufen hinter den Mobs. Ah, aber die Mobs halten schon ein bisschen mehr aus jetzt. Aber ganz ehrlich, das Psi-System können sie noch ein bisschen überarbeiten, mal bei Gelegenheit. Also ein bisschen nachpatchen und so, ne? Wollte ich nur mal so erwähnt haben, dass ihr das noch machen könnt. Hier brauchen wir noch zwei Forschungsnetzsitze von den Wanderern. Deshalb haue ich die noch weiter um. Aber erstmal geht's dann hier rein in den Schrein des Vergessens. Noch eine Heilungsgelegenheit, eben kurz heilen. Zack. Ho. Ich höre jetzt ganz kleines, dumpfes Geräusch noch im Hintergrund, was sich noch hinzugemogelt hat, seitdem wir hier hochgegangen sind. Mhm, wir haben den Tempel gründlich untersucht. So, Altar der Götter fürs alte Traumland. So, das ist auch eine Quest, wo sehr, sehr viele immer viele Probleme haben und auch schnell mal in größere Probleme geraten. Einfach weil hier die Viecher, die kommen, gut Schaden machen. Und man sie eigentlich nur aushalten muss. Also zeitlich. So. Wir machen uns mal ein Schild. Für ein paar Sekunden. Der auch jetzt schon wieder weg ist. Mhm. So, nochmal Schwächen nach Webefluch. Ja, geht ja eigentlich ganz einfach, weil man die... Weil die immer nur in Dreierteams kommen. Ich meine nämlich aber zu erinnern, dass die auch mal in größeren Teams gekommen sind. Oder kommen die jetzt erst später in größeren Teams? Achso, der ist ja noch am extra umwandeln. Und wow, aber die hauen schon ziemlich hart rein. Wenn ihr es hier vielleicht seht, wir haben jetzt schon gut was an Leben gerade verloren. Ich mache mal hier mir einmal regenerieren drauf. Oh, Quest fertig. Gut. Dann gehen wir die Quest nochmal eben wegbringen. Checke, mach dich auf den Weg.
Dann haben wir diese kleine Mini-Quest-Reihe nebenbei auch nochmal eben erfüllt. Lalala. Hier rechts. Ja, wir machen jetzt mal in dieser Folge extra ein bisschen mehr, damit der Gabe nicht allzu lange warten muss mit seinem Twink. Sind wir mal heute ein bisschen netter. Und nehmen ein paar mehr Mobs mit, damit wir halt diese Nebenquests auch nochmal irgendwann erfüllen. Heilungsgelegenheit haben wir übrigens. So, einmal hier. Und einen erhöhten Webefluch können wir uns auch nochmal wieder geben. Zieht nur extrem viel am Fokus, wie ich gerade wieder mal merken darf. Wir haben nämlich wieder absolut null Fokus, um irgendwas zu machen. So. Einmal Heilungsgelegenheit nutzen. Ach, ich liebe das, einfach ohne Mana mich heilen zu können. Oh, da vorne war schon eine Steintafel, die wir untersuchen müssen. So, Tangena Patrouillen haben wir auch zusammen, aber immer noch nicht alle in Forschungsnotizen. Schlimm, 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 schlimm. So, hier, zack. Und dann gehen wir mal rüber. Okay. Gehen wir mal zum Wookie noch rüber. Unterwegs können wir ja alles umhauen, was uns noch so zwischen die Finger kommt. Zack. Heilungsgelegenheit eben ergreifen. Auch wenn wir keinen Schaden haben, kann man die trotzdem mal verwenden. Hier, zack. Zack, zack. Juhu, Forschungsnotiz Teil 3. Oh, wir haben 5 Gildenruhen nochmal wieder. Die können wir auf jeden Fall eben mitnutzen. So. Die hauen wir auch eben weg, die beiden Tangena-Wanderer. Ich meine, beide gleichzeitig, wenn wir jetzt wohl kaum umhauen. So, einmal. Und zweimal. So. Zack, zack, zack. Und ja, nochmal Forschungsnotiz, aber wir haben jetzt keinen Platz mehr. Okay, schmeißen wir das eben kurz weg. Fehlt uns noch ein oder zwei Forschungsnotizen, ne? Was fehlt uns denn noch? Eine einzige fehlt uns nur noch. Na, nochmal ein Wanderer. Hier, zack. Nein, schade. Wir brauchen uns jetzt, wie gesagt, nur eine Forschungsnotiz. Ein letzter Wanderer. Na gut, aber machen wir erstmal die Folge jetzt gleich zu Ende. Bringen wir noch die Quest weg. So, Wookie. Was das? Oh nein, ich bin schon wieder fast eingeschlafen. Gefährlich, gefährlich. Ein Glück, dass ihr mich geweckt habt. Vorläufig? Naja, immerhin. Solange ihr nicht ordentlich ausgeschlafen... ich nicht ordentlich ausgeschlafen kann, bin ich zufrieden. Aber was diese Celsia angeht, glaubt ihr nicht, dass sie etwas Magisches in sich hat? Sie weiß, woher dieser Traumlandkristall stammt, indem sie ihn einfach nur berührt. Und sie weiß, wie mein Problem zu beheben ist. Außerdem weiß sie, wo dieser Kristall transformiert werden könnte. Und er stammt immerhin aus dem alten Königreichen. Selbst ein Forscher der alten Königreiche weiß vermutlich nichts von diesem Altar. Wen aller Welt ist sie? Ja, machen wir unseren Rucksack nochmal eben frei genug, dass wir die Sachen eben hier weglegen können. So. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.